Wichtig ist und schön ist einfach, dass der grüne Spargel jetzt kommt, weil der grüne Spargel ist vom Geschmack her einfach herzhafter, einfach kräftiger, ist einfach zu verarbeiten, weil ich habe hier keinen großartigen Schälverlust. Man kann den grünen Spargel im Endeffekt fast komplett so verarbeiten, wie er ist. Wir wollen konzentrieren uns aber auf die obersten 15 cm, weil das einfach das zarteste und leckerste einfach ist. Dazu packe ich meinen Spargel auf die richtige Länge, schneide mir jetzt einfach das oberste ab. Das schmeißen wir nicht weg, auf keinen Fall, weil wir können auf jeden Fall das, wenn wir jetzt hier gucken, wenn wir jetzt hier einfach Knick machen, das ist holzig, das kann man nicht essen, aber diesen Teil, den kann ich mir noch klein schneiden, kann den einfach anschwenken und kann einfach lecker noch ein Gemüse draus machen. Und wenn man jetzt ganz richtig ist, aus diesem Stück, wenn man genügend hätte, könnte ich da sogar noch ein Gemüse von kochen. Also jedes Fleisch, jedes Gemüse, alles was an Abschnitte und Schäl und Schalen ist, kann man verarbeiten, sodass man da einfach mal nicht zur Tüte oder zur Dose greifen muss, sondern einfach sein Gemüsefond einfach selber machen. So, dann habe ich mir hier schon unseren Schwarzwälder Schinken geschnitten, weil Schwarzwälder, ich sag mal, ist, wir könnten natürlich auch Bacon nehmen, also Bauchspeck geräucherten nehmen oder auch Schinkenspeck nehmen. Ich halte nicht viel davon, weil wir wollen ein mageres Fleisch noch dazu haben, weil die Rehkeule bringt eine sommerliche, leichte Frische rüber. Und wenn ich jetzt anfange, bei dem Spargel auch noch mit Fett zu arbeiten, ich glaube, es kommt nicht ganz rüber. Deswegen habe ich mich zu dem Schwarzwälder jetzt hier einfach entschieden. Wir wickeln jetzt hier unsere vorbereiteten und geschnittenen Spargelspitzen ein, einfach. Wichtig ist, dass man das Ganze schön eng wickelt. Ansonsten fallen die uns nachher beim Braten auseinander. Und wichtig ist, dass ich kein Salz dem zufüge hier, weil der Speck als solches hat genügend Salz in sich. Ich werde mir jetzt eine Pfanne auf den Herd stellen, sodass wir die dann anbraten können. Wichtig ist, dass die Pfanne nicht zu heiß ist, da ich jetzt mit ein bisschen Butter arbeite. Ansonsten wird die Butter gleich braun wieder und nussig. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Auch hier dürft ihr ein bisschen großzügiger arbeiten, ruhig, weil ihr werdet gleich sehen, weil ich das die Spargelbündchen mit der Butter beim Braten überziehe dann. So, wichtig ist, dass man die Spargelbündchen mit der offenen Seite nach unten als erstes anbrät, damit es einfach fest wird. Ansonsten geht das Bündchen unter Umständen wieder auseinander. So, wir braten jetzt das Spargelbündchen von allen Seiten gut an. Viele blanchieren sich, also kochen den Spargel noch vor, aber ich halte es bei dem grünen Spargel nicht für sinnvoll, dadurch, dass wir ja noch einen gewissen Biss haben wollen noch und auch mit diesem Biss auch zeigen wollen, dass es auch ein frisches Produkt ist und nicht irgendein Produkt ist, was wir aus dem Glas haben. So, das Ganze ziehen wir jetzt an den Herdrand, damit es noch ein bisschen zieht, ansonsten wird es zu dunkel. Aber dadurch, dass die Butter jetzt schön braun geworden ist, kriegt der Spargel natürlich, der sowieso schon eine leichte Nussnote hat, sowieso dann nochmal durch die Butter unterstützt noch eine zusätzliche Nussnote. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de